Hallo, wir sind heute mal am Schweinfurter Impfzentrum, denn ich habe meinen Termin für die Boosterimpfung. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist es Privatsache, aber es ist wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen in der momentanen Situation. Deswegen begleiten wir heute mal so eine Boosterimpfung mit der Kamera und gucken, wie das Ganze abläuft. Kommen Sie mit! So, inzwischen sind wir quasi im Wartebereich fürs Impfen. Also es läuft so ab, man kommt rein. Termin wird gegengecheckt, Personalien werden geprüft und dann bekommt man einen sogenannten Anamnesebogen. Das ist ein Riesending, das füllt man aus, also Vorerkrankungen, hat man schon eine Impfung bekommen etc. Und wenn man das ausgefüllt hat, dann geht es danach ins Impfzimmer. Ja, ich mache mich mal ans Ausfüllen. Ja, Herr Dr. Hüttel, jetzt sind wir quasi da, wo es passiert, nämlich im Raum, in dem geimpft wird. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie das Ganze abläuft, dann ist es ja so, man kommt bei Ihnen an, hat einen Termin, weil ohne Termin ist keine Impfung möglich und wird begrüßt, Personalien werden kontrolliert, man füllt diesen Anamnesebogen aus und dann geht es eigentlich auch schon los, oder? Ja, so ist es. Eigentlich natürlich eine ganz einfache Sache, so eine Impfung. Ja, natürlich ist sozusagen ein bisschen Papierarbeit vonnöten, um einfach sicherzugehen, dass die Patienten einfach keine Erkrankungen oder so Sensibilitäten gegen den Impfstoff haben und so weiter. Und dass natürlich die Person, die jetzt hier ist, auch identisch ist mit der Person in den Akten. Aber dann kann es losgehen, ja. Jetzt ist die Boosterimpfung ja etwas, man sagen muss, okay, wir brauchen die alle. Aber wie läuft es jetzt genau? Man hat so viele unterschiedliche Informationen. Man hört einmal 5 Monate, man hört einmal 6 Monate, man hört einmal die Älteren, man hört einmal die Leute mit ein bisschen viel Gewicht auf den Rippen oder einer Immunschwäche oder was auch immer. Wer sollte sich wann, wer zuerst, wer kann sich anmelden? Was ist denn Ihr Rat? Diese kann erfolgen. Offiziell sind es 6 Monate nach der Beendigung des letzten Impfzykluses. Wir machen es schon ab 5 Monaten. Einfach weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse einfach schon darauf hinweisen, dass die Dauer des Impfschutzes nicht so lange ist, wie es ursprünglich erwartet war. Das heißt, ab 5 Monaten kann man nach dem Ablauf des ersten Impfzykluses kann man sich hier anmelden bei uns und wird geimpft. Rechnen Sie damit, dass das jetzt etwas ist, was uns über die nächsten Jahre begleiten wird, dass wir also immer wieder bei Ihnen vorbeischauen dürfen? Ich würde mich freuen, aber das ist natürlich ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich könnte jetzt aber aus virologischer Sicht, und ich bin kein Virologe, aber aus medizinischer Sicht könnte ich mir gut vorstellen, dass dieses Virus endemisch wird. Das heißt, es wird einfach eine ganz normale, es wird zu unserer winterlichen Erkältungsflora und Fauna gehören. Diese Angst, dass es eine Gefahr gibt, könnte das Risiko sogenannter Langzeitwirkungen, wir kennen da Fußballer, die damit Probleme hatten oder auch von Impfreaktionen, Schäden. Man hört von Leuten, die quasi ihnen tot in die Arme sinken, nachdem sie geimpft haben. Was ist denn da dran? Ja, also ich kann natürlich primär, natürlich screenen wir die internationale Presse und die nicht nur die Presse, sondern aber auch die Publikationen diesbezüglich. Aber wir haben natürlich auch eigene Erfahrungen, wir haben weit über 150.000 Impfungen hier durchgeführt. Und natürlich hat eine Impfung, genau wie jedes andere Medikament, das Sie einem Patienten verschreiben, hat Nebenwirkungen oder potenziell Nebenwirkungen. Ja? So auch eine Impfung. Nur, man muss ganz ehrlich sagen, diese Nebenwirkungen, vor allen Dingen bei diesen Messenger-RNA-Impfstoffen, die wir ja jetzt benutzen, sind die so extrem selten. Wenn man das mit anderen Präparaten, ich meine, die Pille wird immer hergenommen als Vergleich, so wie, hat ja ein viel höheres Risikopotenzial, sogar Ibuprofen, was ja jeder einfach einnimmt, ja, hat potenziell viel höheres Risikoprofil als diese Impfung. Von mir selber ausgehe, ich habe mal 2 Tage lang wie ein Stein geschlafen. Das war aber auch die maximale Nebenwirkung, die ich hatte. Ansonsten gut, vielleicht stecke ich das auch leichter weg als eine Frau mit 45 Kilo. Das mag durchaus sein. Gibt es irgendwas, worauf man noch achten muss? Also ganz wichtig ist natürlich, dass man sich körperlich zumindest 24 bis 48 Stunden nach der Impfung nicht besonders anstrengt. Das ist der Ausgang von Netflix quasi. Ganz genau, perfekt. Also man sollte sich ein gutes Programm schon mal vorher zurechtstellen. Das ist darin begründet, dass das Immunsystem des Körpers natürlich da in einen richtigen sozusagen Arbeitswahn hineingetrieben wird mit dieser Impfung und sehr mit sich beschäftigt ist und einfach die komplette Energie auch für die Impfung benötigt. Und es ist einfach sicherer und man fühlt sich auch besser, wenn man einfach die Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe gibt, die Beine hochlegt, einen schönen Tee trinkt. Ja, alkoholmäßig gilt halt das Gleiche wie bei allen Medikamenten, ja, in Maßen. In Maßen heißt, ein Glas Sekt auf die Impfung geht vielleicht noch, eine Flasche Sekt auf die Impfung wäre übertrieben.
Also das wäre jetzt meine persönliche Antwort. Die offizielle Antwort wäre natürlich lieber kein Alkohol. Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Gibt es sonst noch irgendwas, was man wissen muss, worauf man achten muss, oder können wir eigentlich loslegen? Nein, wir können eigentlich loslegen. Wir würden dann nur mal kurz, also natürlich Ihre Unterlagen durchsehen. Ich würde Ihnen noch ein paar Fragen stellen und Ihnen dann kurz erklären, was die Impfung ist. Und dann würden wir einfach die Impfung durchführen. Schneller als die Würzburger. Ich bin Anästhesist in Notfallmedizin. Ich halte nichts davon, der Spritze langsam reinzudrücken. Gleich zwei gute Nachrichten. Ich bin geboostert und ich lebe noch und bin unheimlich dankbar. Das muss man an der Stelle mal sagen. Und das ist ein Dank, den wir auch gerne an Ihr ganzes Team weitergeben wollen. Denn wir können uns ungefähr vorstellen, was Sie jeden Tag leisten und was Sie für einen Stress haben. Und wir erleben gleichzeitig diese unglaubliche Professionalität. Und ich glaube, Herr Dr. Hütte, Sie wollten Ihrem Team auch noch was sagen. Ich möchte meinem Team wirklich auf dieser Stelle gratulieren für die ganz, ganz tolle Leistung, die Sie nicht nur über die letzten Wochen, sondern fast über das letzte Jahr erbracht haben. Wenn jemand zum Impfen kommt und sagt, Mensch, ich würde gerne was mitbringen, worüber freuen sich Ihre Leute? Ist es eher die Tafel Merci-Schokolade oder doch lieber die Flasche Sekt? Lebkuchen und Platzerl. Wieder was gelernt. Vielen Dank. Danke.